Hier laufe ich dann schon gern spazieren, auch mal vor dem Spiel, da kann man ganz gut abschalten. Vor allem im Sommer, wenn die Sonne scheint, schönes Wetter ist, hat es natürlich noch einen ganz anderen Flair. Hier kommt man dann auch gleich in die Sandstraße, kann man lecker essen. Sandkerber findet hier auch statt, da ist immer dann einiges geboten. Aber ich glaube, man sieht, es lohnt sich auch, das mal anzuschauen als Tourist hier in Bamberg. Die schiefen Häuser direkt am Wasser. Ich glaube, das hat den Namen Klein Venedig verdient. Beim Stichwort Sandkerber, Ivan, fängst du schon an zu grinsen. Das ist das absolute Highlight an Festen, oder, hier in Bamberg im Sommer? Ja, die letzte Augustwoche jedes Jahr ist natürlich hier Halligalli. Die ganze Stadt feiert. Ich glaube, dass nur 20% der Bevölkerung arbeitet. Alle anderen sind auf der Sandkerber die ganze Woche. Die Leute kommen von überall her, nur um die Sandkerber mit zu erleben. Hat einen ganz besonderen Flair hier, die Feier. Und ja, ist ein Highlight jedes Jahr im August. Ich musste das letzte Jahr aussetzen. Warum? Wir waren bei der Weltmeisterschaft in Japan. Und ja, zum Glück musste ich aussetzen, habe ich mir wieder 3 Tage weniger Schlaf erspart. Ich habe für dich mitgefeiert. Hat gepasst. Ratus sind Freunde da. Was macht das für dich aus, die Sandkerber, wenn du es mal aus deiner Sicht beschreibst? Als Jugendlicher, das war das A und O, hat mich das ganze Jahr drauf gefreut. Klar trinkt man da auch mal gerne ein Bier, geht mit Freunden feiern und dann geht man auch mal ein bisschen die Puppen um die Häuser. Wenn ich ein paar Wünsche frei hätte, dann würde ich mir natürlich erstmal die Gesundheit wünschen. Deutsche Meisterschaft nochmal in Bamberg. Aber in Bamberg gibt es einen richtigen Mann für. Hallo, Mama. Hallo. Haben Sie vielleicht noch das ein oder andere Pünktchen für mich frei? Ja, da muss man das Sams fragen. Das Sams hat ja die blauen Punkte im Gesicht. Und wenn man einen Wunsch ausspricht, verschwindet ein Punkt. Und der Wunsch geht in Erfüllung. Also ich kann es ja mal versuchen, dass ich dem Sams Ihre Wünsche weitergebe. Also ich würde mich riesig freuen, ganz klar. Wir stehen auch hier am berühmten Platz. Das war ja auch schön zu sehen im Film. Richtig, da wurde der Sams-Film gedreht. Oben hat Frau Rothkohl rausgeschaut, unten kam Herr Taschenbier raus. Ich bin erst seit 20 Jahren in Bamberg. Allerdings, meine ganzen Vorfahren stammen aus Bamberg. Meine Mutter ist hier geboren, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Dann hat es meine Mutter nach Schweinfurt verschlagen durch ihre Ehe mit meinem Vater. Und irgendwie hat es mich zurückgezogen nach Bamberg. Unser Projekt, klar, die deutsche Meisterschaft wieder nach Bamberg zu holen. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Ach, mein nächstes Projekt ist eigentlich wieder ein neuer Film. Ich habe zusammen mit Ulrich Limmer ein Drehbuch geschrieben zu dem Film Herr Bello. Der Film ist zwar nicht wieder Sams in Bamberg gedreht, aber das Kinderbuch, auf dem der Film passiert, spielt in Bamberg. Man erkennt die Straßen wieder, eine Apotheke, die es hier gibt, ist erwähnt und so weiter. Also in meinem Kopf, in meinem Innern habe ich mir den Schauplatz schon vorgestellt als Bamberg. Aber der Regisseur sagte, jetzt haben wir 2 Sams-Filme in Bamberg gedreht. Nicht noch einen dritten, sonst denkt der Zuschauer, die kennen ja nur eine einzige Stadt. Wir haben das in Wasserburg am Inn gedreht. Ist auch sehr schön. Okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück dabei. Ja, ich auch. Jawohl. Toi, toi, toi. Gut. Ich bin der Hans, der Marschbräukutscher, fahr durch das Frankenland. Ich fahr mit unserem Pferden hinaus ins Weideland. Ich bin der Hans, der Marschbräukutscher, fahr durch das Frankenland. Hopp, ja. Der Hans, der Marschbräukutscher, fährt durchs Frankenland. Ja. Jetzt ruft mein Chef an. Kennt ihr von? Mein Chef ruft an. Sei ehrlich, Müller. Müller? Wir sind jetzt am Domplatz, direkt vom Dom, Julia. Und jetzt werden wir dann reingehen und uns den Bamberger Reiter betrachten. Der Dom ist ja das Wahrzeichen, das Aushängeschild von Bamberg. Ja, auch einer der schönsten Plätze Bambergs. Oder der schönste Platz Bambergs eigentlich. So, jetzt bleib stehen, Hans. Jawohl, Hans, jawohl. Sauber. So, jetzt steigen wir aus. Boah, servus. Hopp. Vielen Dank, Hans. Julia. Dankeschön. Hopp. Hopp. So, mach dich vor zu hin, Steffen. Jawohl. Gute Fahrt. So, tschüss. Hoch auf den gelben Wagen sitz ich beim Schwager fort.
vorwärts die Rosse tragen, lustig schmettert das Horn. Hier im Dom ist ja das bekannteste Denkmal der Bamberger Reiter, den sieht man hier oben. Mir fällt spontan eigentlich jetzt nur eins ein. Früher in den Jugendmannschaften haben wir uns gegenseitig begrüßt und es ging dann folgendermaßen. Wir begrüßen die Gegner, Schiedsrichter, Kampfgericht und die Zuschauer mit dem Bamberger Reiter. Hopp, hopp, hopp. Ich meine, wenn wir schon mal in der Kirche sind, dann müssen wir auch eine Kerze anzünden. Kerze anzünden. Ich schmeiß ihn einen Euro rein. Den Wunsch darf ich natürlich nicht erzählen, das ist für dich. So, für dich. Kerze anzünden. Na klar. Also gemacht habe ich schon mal. So. Ich stelle meine ganz oben hin. In die Mitte. So, mal schauen, ob unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Ich hoffe es doch. So, Steffen, und jetzt geht's ab ins Bamberger Nachtleben. Wie ist es, wenn du weg bist? Du bist bekannt wie ein bunter Hund hier. Gerade auch, denke ich, bei den vielen Bamberger Frauen freuen sich, wenn du reinkommst, oder? Naja, ich meine, die kennen mich jetzt schon lange genug. Ich bin mein Leben lang in Bamberg gewesen. Und die meisten weiblichen Fans, die sind dann noch nicht in dem Alter, dass sie schon abends da sind, wo ich bin. Wie oft bist du hier, Steffen? Nach Siegen und nach Niederlagen? Ja, nach Niederlagen nicht so. Aber donnerstags ist eigentlich so unser Abend, dass wir weggehen, wenn am Sonntag das Spiel ist. Wenn am Samstag das Spiel ist, ist es natürlich zu kurzfristig. Aber ja, hier bin ich schon oft und gerne. Also ich habe auch meinen eigenen Platz hier schon. Der Slim ist mein Freund, ist der Chef hier. Also ich bin oft hier und es schmeckt natürlich auch. Ich hätte gern einmal den. Dann nehme ich den auch. Das sind nur 6,70 kosten sein. Also ich mache jetzt Steffens Top-Drink. Der Drink überhaupt. Den haben wir zusammen hergestellt, quasi, da wir öfters mal abends zusammensitzen. So, bisschen Red Orange, bisschen Bacardi. Ein Schluck Smirnoff. Aber da darf nicht zu viel Alkohol drin sein, weil es sind ja Profis. Von daher immer ein bisschen weniger, ein bisschen Mandel. Dass die Jungs entdecken, dass so viel Alkohol drin ist. Bisschen Zitrone. Maracuja-Saft. O-Saft. So, und normalerweise spürt man jetzt nichts mehr vom Alkohol. Das Ding schmeckt einfach tipptopp. So, Steffen, wie immer dein Top-Drink. Lass Amigo. Hier schmecken. Dankeschön. Danke. Bitte. Haben wir das Ding endlich. Ich bin gespannt auf die Geheimmischung. Zum Wohle. Ja. Ist das nicht wahnsinnig? Unglaublich. Sensationell. Also das Bamberger Nachtleben ist durchaus empfehlenswert. Ja doch, ich meine, das kann man nicht vergleichen mit Nürnberg oder München, mit so einer Großstadt, aber ja, es gibt schon schöne Locations hier in Bamberg. Es ist für alles was geboten, ob es in der Sandstraße ist, da sind sehr viele Bierkneipen. Hier in der Langstraße sind 2, 3 Cocktailbars. Dann haben wir noch so eine CM-Lounge, das macht riesig viel Spaß da zu sein. Geht auch ein bisschen die Nacht, ist natürlich immer gefährlich, aber trotzdem, man kann schon einiges machen in Bamberg, auch wenn es nicht die größte Stadt hier in Bayern ist. Also du lebst richtig gerne hier. Ich liebe Bamberg, ja. Also ich bin jetzt kein Großstadtmensch. Ich bin einer, der gerne hier, so wie in Bamberg, so eine kleine Stadt zu Hause, da fühle ich mich wohl. Ja, weiß meine Wege, wo ich die ich gehen muss, die ich gehen kann. Kenne viele Leute, mit denen ich Spaß haben kann und weiß auch, was mit denen anzufangen ist. Insofern bin ich schon gerne hier in Bamberg. Also auf Bamberg. Auf Bamberg.